Rund 3,7 Millionen Menschen dürfen sich ab 2015 bundesweit über mehr Geld vom Chef freuen. Heute haben Union und SPD nach langem Tauziehen den branchenübergreifenden gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 Euro verabschiedet. Die Gewerkschaften freut der Schritt. Trotz aller Abstriche sehen sie die Maßnahme weiterhin mit als wichtigstes Werkzeug gegen Ausbeutung. Auch wenn viele Arbeitnehmer mit den gut 1.400 Euro brutto im Monat nicht viel weiterkommen als bisher. Es ist ein historischer Schritt für Deutschland. Ich erhoffe mir und wir von den Gewerkschaften erhoffen uns, dass wir damit den Niedriglohnbereich in Deutschland wirklich ganz immens einengen. So, es ist klar, wir werden in Zukunft auch über Mindestlohn reden, Höhe oder ob die Ausnahmen vielleicht doch wegkommen. Denn genau diese Ausnahmen trüben auf Arbeitnehmerseite die Euphorie. So haben bundesweit Verlage zu hohe Belastungen und damit einen Einschnitt in die Pressefreiheit beklagt, falls sie ihren Kurieren und Austrägern vor 2017 den gleichen Lohn zahlen müssten. Auch freiwillige Praktikanten und Langzeitarbeitslose bleiben bis zu einer gewissen Dauer vom Mindestlohn ausgenommen. Die Union hatte andernfalls massenhafte Jobverluste befürchtet. Auch sie musste soziale und wirtschaftliche Lager gegeneinander abwägen. Die haben beide auch ihre Aspekte in die Verhandlungen in den letzten Wochen und in die Debatten mit reingebracht. Und ich denke, insofern ist jetzt ein vernünftiger Kompromiss reingekommen. Ich glaube, das kann man auch daran feststellen, wenn ich vergegenwärtige, wie stark die Gewerkschaften gegen dieses Gesetz jetzt sich ausgesprochen haben. Dann scheint es ja so zu sein, dass auch ein gewisser Mittelweg da gefunden worden ist. Gut, das ist die offene Stelle, die uns als Gewerkschaften ärgert. Wir wollten keine Ausnahmen, mit gutem Grund, weil jede Ausnahme bedeutet ein Einfallstor, die dazu führt, dass der Niedriglohnbereich in Deutschland nicht beseitigt wird. Fragt man hingegen in der Freiburger Innenstadt, was die Menschen von der Kompromissbereitschaft der Bundesregierung beim Mindestlohn halten, ist die Ansage eine deutliche. Es ist eine Sauerei, was die Bundesregierung macht. Die soll aufs Feld gehen und soll für Mindestlohn oder mit einer Ausnahme schaffen. Also wenn, dann soll jeder den gleichen Mindestlohn bekommen, ohne Ausnahmen. Weil es die typische Lobbyarbeit in Deutschland ist, die dazu führt, dass dann diejenigen, die es nicht wollen, Zeitungen, Verlage, dass die eben dann sagen, wir drücken doch den Preis. Ich finde Mindestlohn wichtig, aber auch ich, trotz dass ich BWL studiert habe, kann nicht abschätzen, wie weit es tatsächlich zu Arbeitsplatzverlusten führt. Südbaden hat einen überdurchschnittlich starken Mittelstand, besonders im Produktions- und Handelssektor. Weniger als 8,50 findet man eher bei uns in Dienstleistungen und auf den Feldern. Für Saisonarbeiter gibt es jetzt eine Sonderregelung. Sie erhalten den Mindestlohn, müssen aber für Pflege und Unterkunft davon zahlen. Ein Schritt, der am Ende keinen glücklich machen dürfte, findet Hans-Jörg Müller vom Landwirtschaftlichen Arbeitgeberverband. Ihn sorgt, dass sich der Mindestlohn später an der Wirtschaftsentwicklung orientieren soll. Wenn diese Kommission zusammentrifft, wird die Landwirtschaft nicht vertreten sein, da bin ich überzeugt, weil die Grube ja ziemlich klein muss sein. Und dann wird man schauen, wie die Auswirkungen sind. Aber ich habe zu befürchten, dass wir dann Ende 18 irgendwo dann einen Mindestlohn haben, der bei 9,20 Euro, 30 liegen wird. Und das heißt, unsere Wettbewerbsfähigkeit ist weiter weg. Wir hätten erwartet, dass die Politik endlich kapiert, netto ist nicht gleich brutto. Alle zwei Jahre wollen Arbeitgeber und Nehmer ab 2016 an der Lohnuntergrenze nachjustieren. Bis dahin ist auch klar, wie arbeitsplatzverträglich die bessere Bezahlung für Geringverdiener wirklich ist.